Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir werden noch nicht die Mission machen. Ich möchte das hier nochmal versuchen. Das hatten wir ja schon einmal. Allerdings waren wir da vom Level her nicht gut genug. Oh, den Rahmen haben wir getroffen. Deswegen will ich das jetzt nochmal versuchen wollen. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Proviant voll, sehr gut. Mal schauen, ob das klappt oder. Schön weitergehen. Ja! Ja, ich hatte auch nicht vor, stehen zu bleiben, also alles gut. So. Das arme Opfer ungezügelter Wut. Nicht auf deines, außer du reizt mich. Du wirst ihnen folgen, all den lieblosen Toten. Nun öffne ich die Narben meines Herzens! Feiger Trollzauber! Atme tief ein! Sieh an, wie ich zu Rauch werde! Und lausche, wie deine Knochen bersten! Erhebt das Horn in Odins Halle. Ein weiterer Krieg beginnt. Hm? 160, okay. Wie ist das möglich? Sturer Drauger! Obnoktor! Mann, wie ich das hasse, wenn das blocken. Mann, wenn die Steuerung dann wieder nicht mitspielt. Drück mal auf Ausweichen und der macht nichts. Sturer Drauger! Wieso konnte ich die jetzt nicht angreifen? Oh Mann. Zu schwach und zu wild. Oh, 160 ist aber auch in einem. Ja. Ja, natürlich. Der hat auch schon wieder Beschiss. Ja, beide und Start so ein Angriff, aber wir kriegen unsere nicht durch.
Oh, Pfeile, sehr gut. Ich fühle mich schon stärker. Welchen Wahnsinn! Oh, ist das scheiße! Nun schreit mein Blut! Ich lasse es verstummen! Eine größere Finsternis nährt meinen Zorn! Geist meines Vaters Zorn! Erfülle mich! Was ist das denn für eine Verarsche? Was ist das denn für eine Verarsche? Alter! Was? Gut, dann machen wir es halt. 160. Dann machen wir es halt immer noch nicht. Aber... Tor verleiht mir Kraft. Was war das denn? Wir waren überhaupt nicht in dem komischen Kreis drin. Oh Mann. Die Vorbereitungen laufen mit voller Kraft. Dann können wir erstmal einen ganzen Plunder verkaufen, den wir jetzt haben. Ei. Komm, sieh dir an, was ich habe. Plunder verkaufen. Du bringst die seltsamsten Dinge vorbei. Was hast du denn so? Für Reisen eine sehr gute Wahl. Damit würdest du sehr mächtig aussehen. Warte, sollen wir uns mal einen neuen Bogen zulegen? Keine Ahnung. Ja, wir können, das sieht großartig aus. Wir können uns hier... Lager 1, heißt das, die habe ich oder was? Nee, das heißt, die hat einen davon auf Lager, okay. Sowas habe ich nicht, das weiß ich. Hier können wir noch was für Schiff kaufen, Tätowierungen, Frisuren. Kaufen wir uns mal die Sachen, wo wir die Fische hier finden. Du hast ein Auge für gutes Handwerk. Hast du schon alles gesehen? Yep. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So. Hey. Die Hochzeit wird gleich beginnen. Großartig. Ein schönes und angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Hallo. Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Was? Ich gab dir mein Wort. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären wir nun. Ohne dich wäre ich tot. Und eine weitere Hoffnung für East Engler vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste.
Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engla. Und Lady Valdis, Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt ein König auf dem Thron East Englas. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuer und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein. Das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Ach, du willst mitkommen? Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Hey. So, jetzt können wir hier auf der, können wir ein bisschen... Mit den Skull Eivor, lass uns trinken. Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid zu trinken, bevor es der neue König tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von East Engla. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Er hat auch nichts in der Hand. Nicht schlecht, Wolfsmal. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Klar. Ich tränke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Engla ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Ich nehme an. Hey, hey. Nicht so sabbern. Das Grün in deinen Ohren. Bis jetzt läuft's. Shit. Jawohl! Das Ale hier ist stark, aber ich bin stärker! Ja, stärker als ich. Du trinkst so gut wie Valdis. Nun, dafür würde ich zahlen, um das zu sehen. Wo wir vom Zahlen sprechen, wo ist mein Silber? Ja, wohlverdient, Wolfsmal. Ja, haben wir hier? Oh, hier ist ein Schwein. Oh, lecker. Der Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus?
Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht, deine Willensstärke, deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren, selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Nein, danke. Ah, ah. Nein. Dieses Feld liegt brach, Dränger. Ich bin nicht interessiert. Ach, du dachtest... Nein, das war nur ein Scherz. Komm, lass uns trinken und fröhlich sein. Ich bin doch schon längst dabei. Moment, hast du gehört? Hat mein Bruder mich gerufen? Ich glaube, ja, ich sollte gehen. Brodir? Seht nur, wie leichtfüßig ich bin. So leichtfüßig wie ich bin. Ganz bestimmt nicht. Eivor, Lust auf eine Herausforderung? Schießen ist für mich keine Herausforderung, aber sag mal an. Eivor! Ja? Wolfsmal, sieh da, meine Krüge. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met? Wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. Ja, genau so. Eine leichte Aufgabe für das Wolfsmal, so wie alles. Wow. Kaum eine Herausforderung. Beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. Das war einfach. So, Pfeil auffüllen, was können wir noch machen? Da oben steht einer. Stutt Castell Buch, zwei Rüte in die Knie und ließ ihn von Oswald vor Gericht bringen? Ich konnte meinen Ohren auch kaum trauen. Eivor! Etwas süßer Wein für ein süßes Schwein. Ich habe wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond. Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und der war köstlich. Freut mich zu hören, dann... Ich fühlte mich immer wie Sköll oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Oh Mann. Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Es tut mir leid, Eivor. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Genug von Spaß und Spielen. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Okay, wo ist er? Ah, steht direkt hier, wie praktisch. Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein.
Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ja. Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste, wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier, in euch allen, egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft! Deine Beleidigungen sind immer noch schwach, aber Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne den nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas, möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenclan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Na bitte. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Oswald war... Wird Oswald wird ein guter König sein? East Engla ist jetzt sicher Skull. Oswald, du wärst nie meine erste Wahl als König gewesen. Oder die zweite. Ich wende dich schwach, beugsam, unentschlossen. Doch nicht alle sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ich erkannte, dass Oswalds Herz eines der größten ist, die ich je kannte. Er ist standhaft, er ist weise, er hat Mut. Allesamt Eigenschaften, die eines Königs würdig sind. Er ist der König, den East Engla verdient. Der König, den ihr braucht. Auf den guten König Oswald! Auf Oswald! Skål! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Was? Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König, Die Schafe, die mich bewachen sollten, wurden geschoren. Oswald! König der Schafficker! Zeig dein Gesicht! Ich fordere dich! Ich nehme an. Ohne Feld, nur Schweiß und Blut. Er mag verwundet sein, aber sei trotzdem auf der Hut. Bringen wir es zu Ende. Komm schon, Junge. Ich werde dich ins Grab bringen, Sachse. Ich werde dir alles nehmen. Komm schon. Soll ein König gnädig sein bei so viel Engstirnigkeit und Missgunst? Ich gebe dir nicht die Befriedigung eines guten Todes, denn mein Gott verbietet solche Barbarei. Deshalb verstoße ich dich. Von jetzt an für immer. Du hast gewonnen. Mein Leben gehört dir. Dein Leben gehört Gott. Nun geh, verlass mein Königreich und komm niemals zurück. Ich verstehe die Religion der Sachsen einfach nicht. Oswald ist eine Münze mit Gnade auf der einen und Mut auf der anderen Seite. Es gibt nicht viele wie ihn. Das gebe ich zu. Bei Sachsen und denen. Ein denkwürdiges Schauspiel. So viel Mut und Zurückhaltung zugleich.
Bei allem, was war, bei allem Unheil, das Ruid brachte, fand Oswald dennoch einen Grund, ihn zu schonen. Es ist sehr eigenartig. Und sehr bemerkenswert. Welch innerer Quell bringt so viel Güte hervor? Das wüsste ich gerne. Nun, da meine Pflicht hier getan ist, entscheide ich mich für East Engla. Ich kämpfe für dich, mein König. Erhebe dich, alter Freund. Du beschämst mich. Mach's gut, Finn. Eine kühne Entscheidung. Oswald von Elmenham, immer für eine Überraschung gut. Hab Dank, Eivor. Bei unserem ersten Treffen schwor ich dir etwas. Ich versprach dir ein Bündnis. Das stimmt. Möge es bestehen, solange ich atme. Dann auf bald, König. Sehr schön, ja, das nächste Bündnis. Perfekt. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Na, noch nicht. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Noch nicht. Noch nicht. So, also. Das hier. Gut, da müssen wir... Das ist in einem Gebiet von Level 55. Was war das denn? Hier hatten wir auch noch so eins. Das müssten wir doch jetzt aber schaffen. Eigentlich. Warte mal, kurz. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch was. Hier ist... Ja, und hier ist... Okay, irgendwo... Warte mal. Irgendwo muss es ja explodierende Fässer geben. Irgendwo hier müssen doch explodierende Fässer sein. Weil sonst kommen wir da unten ja nicht hin. Aber wo sind die? Die will ich jetzt mal finden. Weil die brauchen wir ja, damit wir hier durchkommen. Was da unten? Na, so. Hier kann ich auch nichts sonst reinfallen lassen. Nee. Das heißt, es muss. Irgendwo muss es hier. Irgendwo muss hier ja was sein. Und genau die gehen wir jetzt mal suchen. Da ist es. Na, endlich. So. Es wurde... Jawohl. Uff. Dann müsste das auch erledigt sein. Sehr gut. Style. Wo ist er? Da. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Schauen wir, was wir da hinten haben.
Part ist eigentlich vorbei, aber das gucken wir uns noch an. Ach, da, das ist das? Aber da ist das, wo ich nicht genau weiß, was ich hier machen soll. Ich stieß auf diese uralten Pfähle mit Teaheim, mein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinge? Bitte, o Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag. Ja, ich... Was soll ich denn... Ich kann ja hier... Kann ja, glaube ich, nirgendwo. Warte mal, was ist denn, wenn ich... Ne, jetzt sehe ich die ja schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich verstehe diese Dinger nicht. Ich weiß nicht, was... Was die mir von allem wollen. Ich verstehe die nicht. Nun gut. Dann war es das erstmal für heute. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Mal gucken, wo wir dann hingehen. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.